Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich bin der Kumpel, du bist im Studio Winter und wir sind in Vault Nummer 5. Und jetzt sind ein paar Stunden vergangen, für dich sogar ein bisschen mehr. Und ihr seht, Patz, wir kriegen da ein bisschen extra Kohle, können wir sicherlich gleich gut gebrauchen. Wir bekommen Babys und wir sammeln Wasser, wobei das kriegen wir nicht hin. Ach, guck mal, es ist die Michelle, die Burg, das ist richtig, ja. Guck mal, hat da schon hier Nachwuchs gekriegt, ne? Und dann haben wir hier noch die Doris Mills. Doris Mills hört sich für mich auch super gut an, weil Doris Mills will's. So, dann haben wir Leute unterwegs im Ödland, an dem müssen wir mal zuerst gucken. Und sie sind beide tot. Ja, jetzt gucken wir mal, ob unsere Kohle reicht. Okay, wir konnten einen wiederbeleben. Die Frage ist, wie viel Geld haben wir noch? 13. Das heißt, wir müssen den anderen jetzt leider noch tot im Ödland rumliegen lassen. Da haben wir keine Wahl. Da müssen wir jetzt durch. Tut mir echt leid, aber so ist das nun mal manchmal bei Fallout. Und wir haben mal was Neues bekommen. Da gucke ich mal kurz. Ein Waffenlager. Und das ist gut, um die Wahrnehmung zu schulen. Also für das Wasser brauchen wir es auf alle Fälle und im Alltag wahrscheinlich auch. Und jetzt kommt hier dieser Kerl zurück. Wir haben leider keine Colaflaschen. 2 Stunden 52 Minuten dauert das. Und den Toten, um den müssen wir uns auch noch irgendwie kümmern. Das sieht nicht gut aus. Das ist auch unser Ingenieur, den wir da weggeschickt haben. Stimmt, der hat ja eine Waffe, ne? Also ihr seht, am Anfang kann man die nicht so wahnsinnig lange laufen lassen. Also ich lasse meine auch schon mal 12 Stunden laufen, die ich in der Vault 488 habe. Aber hier geht das definitiv noch nicht. Die sind einfach noch nicht hart genug. Und jetzt haben wir echt ein Problem, weil jetzt... ich glaube, wir haben keine Waffen, oder? Hat irgendwer eine Waffe? Alter Mann, hast du eine Waffe? Nein. Sonst irgendwer eine Waffe? Du vielleicht, Roller? Nein. Das ist nicht böse gemeint, ne? Haben wir hier den Kerle? Ja, der hat eine Waffe. Ob der rechtzeitig da drüben ist, ist wieder so eine andere Sache. Nee, ist er nicht. Also schicken wir ihn gleich da rein. Weil der kommt jetzt eh durch und jetzt können die nur alle die Räder verprügeln. Das wird eine gute Sache. Ich glaube, wir haben aber wenigstens Heilmittel da, ne? Ja, balla balla, das hört sich gut an. Man sieht halt leider auch keine Schadensbalken vom Gegner. Das finde ich so ein bisschen schade. Oh ja, genau, mitten auf die Kimme. Und schieß! Jetzt rennt er wieder weg. Der tut immer nur so, als würde er schießen. Und dann, guck mal, der hat 3 Kugeln abgekriegt. Der müsste eigentlich so platt sein. Ne, jetzt ziehen sie weiter, ne? Das ist nicht gut. Da, die müssen alleine klarkommen. Da gehen wir dahin lieber, weil das andere sind wir eh wieder nicht rechtzeitig. Das kenne ich. Die sind manchmal so ein bisschen... Man kann also eigentlich im Raum, der direkt angegriffen wird, kann man selten noch helfen. Da muss man dann durch. Der Alte hier wieder, ne? Dieser feige Hund, schon bei dem Redkakerlakenangriff in der Baracke, ne, hat er schon sich so versteckt. Und jetzt, oder? Traut er sich jetzt mal was? Weichei, komm, alter Mann, du bist hier der Urahn von der halben Vault. Ah ja, jetzt hat er mal Luftkampf gemacht, gut. Und jetzt geht's aber rüber und da wartet noch jemand mit dem Gewehr auf dich. Und damit hier die Verhältnisse klar sind, kriegt er gleich nochmal einen kleinen Stimpack-Schuss. Ja, das ist gut, du schießt auf die Falsche. Du schießt auf die Falsche. Oder hast du Lenkkugeln? Ich glaube, er hat Lenkkugeln. Guck, er hat ihn per Lenkkugel in den Bauch geschossen. Also Cruise-Kugeln. Hat ihn per Cruise-Kugel in den Bauch geschossen. Und daran seht ihr wieder, wie wichtig es ist. In dem Fall verkaufen wir das rostige Luftgewehr nicht. Das ist Schrott. Ganz ehrlich, das ist Schrott. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und das können wir jetzt sinnvollerweise, statt das zu verkaufen, können wir es recyceln. Dann kann man nämlich auch wieder wertvolle Sachen daraus bekommen, in dem Fall ein Spielzeugauto. Das ist später, wenn man Sachen bauen will, ist das ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Da kann man schon anfangen zu sammeln, auch wenn das Lager noch klein ist. Da muss man dann immer so ein bisschen selektiv vorgehen, was man denn hier in dieses kleine Lager so reinquetscht. Jetzt ist unser Ziel, was wir haben, dass wir hier den Kerl wiederbeleben können. Guck mal, 305 kostet das. Wenn wir jetzt hier mal einen Blitzdurchlauf... Okay, wie geht's euch denn euch gesundheitlich, ihr Buben, Mädels? Die Martha. Naja, so wahnsinnig viel von dem Zeug haben wir halt auch nicht, ne? Aber man muss es halt trotzdem mal riskieren. Jetzt kriegen wir den nicht mal geheilt. Alter Schwede. Dann probieren wir einfach hier erstmal 51 Sekunden. Warten wir kurz. Dann probieren wir hier mal einen Schnelldurchlauf, dass wir noch Stimpacks kriegen. Das ist halt echt so ein Problem. Jetzt laufen hier noch so ein paar Unnütze rum, wenn ich das richtig sehe. Das ist erwachsen geworden, ne? Da ist noch Platz für dich. Ja,
Die wäre es nicht gewesen. Die ist aber ganz klug, naja. Geht so. Wie machen wir das am besten? Die Dame parken wir bei der Dame. Ne? So. Da diese Kaffeepausen-Leute, die finde ich immer sehr irritierend. Die quetschen sich dann da so davor rum. Da bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. So. Wie lang sind denn unsere Sekunden noch? Noch 10 Sekunden. Das ist ja fast die Fasching hier. Ja, genau. Fasching, ne? Fasching ins neue Jahr. Ich mache dann einfach mal in Zukunft immer so ein bisschen unterschiedlich lange Folgen, je nachdem, wie sich das ergibt. Jetzt versuchen wir aber trotzdem mal so. Da haben wir einen Stimpack und jetzt probieren wir mal hier, ob die Damen das gewuppt kriegen. Yeah. Und damit gibt's noch ein bisschen Geld. Jetzt traue ich mich hier fast. Jetzt haben wir 2. Wahnsinn. Ach, was soll das denn? Wir riskieren es einfach mal. Shit. Das ist jetzt ungut. Aber es brennt nur. Es geht noch. Das geht noch von den Schäden her, die das an den Leuten anrichtet. Zumindest am Anfang. Naja, gut. Wenn man es nicht probiert, kann man es nicht schaffen, ne? Das ist das Risiko, was man hat. Tja. Auf alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, es ist halt auch, dass der Typ hier, die Toten, also der jetzt heimkommt, der hat natürlich hier für uns super geile Sachen dabei, ne? Gucken wir uns mal ein bisschen an. Hier, das ist zum Beispiel toll. Das ist auch ganz toll für den Anfang. Später natürlich wird jetzt auch schwächer, die Waffe. Das hier ist super für einen Arzt oder so. 2 I, also 2 Intelligenz. Da kann man es draus nähen. Der ist auch schon mal besser als eine Faust. Die Luftgewehre. Mit diesem 0 bis 3, da stehe ich so gar nicht drauf. Förmliche Kleidung bringt Glück, finde ich irgendwie, haben unsere Leute ja an, aber es ist irgendwie Käse. Luftgewehr taugt nichts, das ist 1 bis 3, das heißt auch definitiv besser als eine Faust. Das heißt, der bringt da vor allem hier mit der da und mit der da richtig Verbesserung für uns mit, für die Verteidigung. Das wird in Zukunft wird unser Leben sehr viel leichter sein. Er muss nur erst heimkommen. Das heißt, wenn der heimgekommen ist, in 2 Stunden 46 dann entsprechend, also ich werde dann noch sehen, ich dann nochmal eine Aufnahme mache, dass wir dann nochmal neu ausrüsten können und, auf dass das dann was Gutes gibt für unsere World. Die soll sich hier ja wachsen, gedeihen und entwickeln. Und ich bin dafür, wir versuchen jetzt nochmal hier, auch wenn wir überhaupt keine Medis haben, nee, wartet mal, auf die Sekundenzahl gucken, ich sagte es, das müssen wir schon. Das ist ganz wichtig. Da unten, die arbeiten an den Radaways, also der Radioaktivitätsmedizin. Entschuldigung, jetzt habe ich was gegähnt. So, jetzt probieren wir nochmal unser Glück. Ist ja 29%, ist ja unter ein Drittel Fehlschlagrisiko. Aber das Drittel, das erwischen wir zielsicher, wie es sollte es auch anders sein. Und die sind ja jetzt auch noch alle verletzt. Wer ist denn hier am verletztesten? Die Balken sind da noch nicht ganz immer so eindeutig. Naja, wir beobachten einfach mal und wenn einer akuten Stimpack braucht, dann kriegt das auch. Da komm, ihr kriegt doch diese Kakerlake totgetreten. Leute, was ist denn da los? Was ist da los? Okay, leider kann man da gar nichts aus diesen Angriffen rausziehen. Außer den Rädern ist alles nur Verlustgeschäft. In 51 Sekunden gibt es hier was zu futtern. Und wir haben echt noch ein Waffenproblem. Da müssen wir echt noch hart dran, also Zähne zusammenbeißen und das Beste hoffen und jetzt erstmal hier das Geld zusammenkriegen, um den Harvey da, den Jack Harvey wieder zu reanimieren. Ich weiß gar nicht, ob es da eine bestimmte Zeit gibt, in der man das machen muss. Ich hoffe nicht. Weil hier passiert ja gerade so überhaupt nichts. Das ist ja das Schwierige eigentlich. Fallout Shelter überhaupt in der Anfangszeit zu moderieren. Später hast du die ganze Zeit zu tun. Da hast du wahrscheinlich auch Schwierigkeiten mit der Moderation, weil du dann so viel am Klicken und Gucken und Machen bist. Und jetzt ist es eben so, ab und zu mal gar nichts. Und ich bin schon überlegen, ob es Sinn macht, das irgendwie zu schneiden. Aber dann rechtfertigt auch irgendwie der Aufwand nicht mehr die Geschichte, ne? Weil die Zeit davor verbringe ich auf alle Fälle. Und wenn ich dann die Hälfte davon wieder wegschneide und dann irgendwie mich verschneide und das ist auch wirklich, sobald du anfängst, wirklich viel zu schneiden, wir machen ja im Grunde immer für euch Live-Moderation, wir schneiden ja normalerweise nicht, dann, sobald du anfängst zu schneiden, dann wird es halt auch richtig, richtig zeitintensiv von der Videobearbeitung. Das gibt's nicht, oder? Das sind doch niemals 30%.
Oh, guck mal, da ist noch einer mit einer Waffe gewesen. Solange hier kein Red Skorpion aus dem Boden kommt, ist mir alles recht. Kann halt nur hoffen, dass die XP irgendwas bewirken. Wäre gut. Komm, tritt. Oh. Tritt doch mal einer. Trittet sie. Tottreten, los. Da, genau, dem anderen ans Bein, damit der die Kakerlake tritt. Das ist mutig, Mädel, das ist mutig. Oh. Ja, ist eine Kacke. Eine Kackertote. Und was macht die denn da in diesem Spender da drin? Komm aus dem Spender raus. Das ist nicht gut für deinen Oberkörper. Du bist doch kein Obst. Alter Schwede. Ist das am Anfang mühsam, Geld zu verdienen? Das habe ich völlig vergessen. Oh, da kommt ein bisschen Geld rein. Jetzt tötet doch diese scheiß Kakerlake. Ah, dankeschön. Meine Güte. Und jetzt können wir nur noch versuchen, hier uns ein bisschen Geld zu holen. Indem wir die auch nochmal machen lassen. Und das fliegt uns jetzt garantiert auch noch um die Ohren. Pass auf. Nee, das nicht, das war 36%, schon das Risiko viel höher, dass was passiert, aber da passiert da nichts. Oh, super gut. Nur kohlemäßig. Also das wird ein Problem. Wie kriegen wir den Kerl heim? Und Cola-Fläschchen haben halt auch keine und das ist eben das, man ist dann, ja genau, ich könnte auch den ganzen Tag New Cola benutzen. Nur da muss man eben aufpassen einfach. Und die haben ja jetzt auch nicht genug, um die Leute wirklich alle irgendwie gesund zu pflegen. Wir müssen also echt abwarten und die sind aber gesund. Und jetzt wäre es halt echt schön, wenn wir hier das Tempo nochmal anwenden könnten, aber es ist jetzt bei 44%. Ich bin jetzt mal neugierig, gucken wir mal. Wir warten mal ab, wenn wir die nächste Mal Strom abgeerntet haben, wie dann das Risiko ist. Das war jetzt 44, ne? Ja. Lassen wir mal Strom abernten, mal gucken, wie das Risiko wieder runtergeht. Ob das so direkt zusammenhängt. Was soll ich meine? Das kann ja sein. Jetzt muss ich doch mal gehen. Moment. Ja, nützt ja nichts, das die ganze Zeit zu unterdrücken. Eben deutlich gemerkt. So, gucken wir mal. 44%. Also daran hängt es nicht. Aber wir kriegen so langsam trotzdem wieder ein bisschen Geld zusammen. Guck mal hier. So die Angriffe da und dieses Abwehren, das hat natürlich auch ein bisschen XP gebracht. Und ja, jetzt gucken wir mal, was bei denen los ist. 39%. Ich bin geneigt, das hier nochmal zu versuchen. Ich weiß nicht, wie gesund die sind. Naja, und der Alte ist ja wahrscheinlich auch nie so gesund. Nee. Das ist nicht so gut. Das ist ein bisschen kritisch. Warten wir nochmal ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen und klicken hier uns das zusammen. Dann haben wir bald die 200. Dann fehlen nur noch 105. Das ist ja eigentlich gar nicht wahnsinnig viel. Müsste doch möglich sein. Die Damen hier im Lager, die bewirken gar nichts in der Hinsicht. Das ist aber auch schon wieder hohes Risiko. Verdammte Axt. Jetzt hängen wir da. Jetzt hängen wir echt in der Luft. Und dann haben wir auch niemanden... Doch, da gab es ein bisschen was. Jetzt haben wir fast die 200. Aha, das ist schon mal gut. Und jetzt... Ach, weißt du was? No risk, no fun, oder? Sieht jetzt anders. Einfach riskieren. Und manchmal hat man Glück und manchmal eben nicht. In dem Fall eben nicht. Da kommen jetzt irgendwelche Viecher aus dem Boden. Schade, dass es kein Feuer ist. Aber die Redkakerlaken, die gehen noch. Jetzt kommt, tretet sie. Tretet sie. Ihr sollt sie treten. Treten, die Kakerlake treten. Also dieses Rumgerenne davon ist auch keinem geholfen. Hingehen, auf den Kopf treten. Wow. Man kann er echt nicht irgendwie draufklicken. Irgendwas mitmachen. Ja. Nö. Aber XP haben wir gekriegt. Ja, dann machen, gönnen wir uns den Spaß hier auch noch. Nee, noch ein paar Sekunden. Und dann gehen wir nochmal so durch und versuchen nochmal irgendwie ein bisschen Geld rauszukriegen. Ich will gerne den Toten heimholen. Das ist mir echt ein Anliegen, dass der wiederbelebt wird. Ah, so ein Mist. Oh, guck mal, die zwei tun ihren Beitrag leisten. Macht 100, die uns fehlen. So, dann riskieren wir es hier mal. Ja, komm, ihr seid doch gut. Ihr seid doch Superhelden. Ja, die sind super. So, das ist schon mal ein gutes Stück Weg. Und jetzt mal gucken, wie superheldig ihr seid. Ne, ihr seid erst 52 Sekunden entfernt vom Ziel. Da warten wir noch. Und was haben wir hier? Die sind 38, das ergibt sich ja ganz gut. Die sind ein bisschen vorher, ne? Ja. Und hier unten die brauchen ellenlang. Aber gut. Also mit den zwei Sachen können wir es dann noch probieren. Und XP-mäßig, ja, da geht's natürlich stufenmäßig. Ach, guck mal hier, der ist fast durch. Der Johnny Frost zum Beispiel. Der gibt uns gleich auch nochmal Geld.
Und jetzt hoffen wir mal hier auf die Damen und danach auf die Bande da unten. Man muss es einfach mal probieren. Außerdem sind die Kinder anwesend. Kinder sind super. Kinder bringen Glück. Komm, ihr schafft das. Ihr seid doch Superhelden. Ihr seid die besten Mädels der Welt. Ja, ihr habt es geschafft. Und da fehlen nur noch 15. Seht ihr, geht doch. Und jetzt volles Risiko. Komm, ihr seid die Superhelden. Ihr schafft das. Schade eigentlich. Feuer ausgebrochen. Schade eigentlich. Ja, jetzt fehlen uns noch gerade mal 8 Mücken. Das ist schlimm, ne? Das ist echt schlimm. Und jetzt löschen die da 1000 Jahre wieder. Und wir hängen halt in der Luft. Das ist das Schlimmste. Aber hier geht's allen gut soweit. Das ist schön. Und stufenmäßig haben wir natürlich auch gute Entwicklung, wenn wir da so Katastrophen auslösen. Aber da schmeißt uns ganz schön zurück, die beiden Toten. Andererseits bringen sie uns eine ganze Menge mit. Das bringt uns ganz schön nach vorne. Ist also ein Uni. Ja, ich würde gerne alles Mögliche kaufen, aber ich möchte Leben retten. Das ist hier immer noch 44%. Ach komm, ihr Flachpfeifen, ihr bekommt das jetzt hin. Komm, auf. Oh, Alter. Was sind die auch... Was ist das? 50% bedeutet doch eigentlich theoretisch, dass man auch tatsächlich 50% Chance hat und nicht jedes Mal abkackt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Prozent-Ding ist. Ich habe erst das Gefühl, so ein kleiner Zufallsgenerator, der irgendwie sehr merkwürdig eingestellt ist. Naja, die sind jetzt ein bisschen unglücklich. Ja gut, nur in so vielen Rückschlägen. Kein Wunder. Und gesund sind sie auch nicht mehr so besonders von den ganzen Kämpfen. Ach komm, die Kakerlaken kriegt ihr jetzt noch gewuppt. Ist doch nur noch eine. Jetzt geht doch hin und dreht sie. Selbst das Kind geht hin. Nee, doch nicht. Oh. Na gut. Was hier mit den Damen? 42%. Ihr kriegt das. Ihr seid meine Besten. Ihr seid meine Mädels. Ihr... Ja. Ah, oh, ist das ein Traum. Und übers Ziel hinaus. So, Freund. Dann komm mal nach Hause mit deinen... Also das hier wäre super. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist auch nicht so schlecht. Das hier ist ganz gut. Also die Wert können wir jetzt auch ein bisschen besser dann ausrüsten, was die Rüstung angeht. Das ist super. Und dann gucken wir einfach später nochmal wieder rein. Also ich... Ihr seht es ja dann eher an einem anderen Zeitpunkt und dann guck ich so dann wieder rein. Und dann wissen wir, wie es sich dann spielt, wenn wir ein bisschen mehr Equipment haben und vor allem auch ein bisschen Waffen und nicht so völlig abhängig sind davon, dass alles mit der Faust erledigt wird. Ist ein bisschen doof, wenn das so ist. Jetzt haben wir natürlich hier auch bei den Stromproblemen und so. Also wir werden in Action bleiben. Es wird nicht einfacher im Moment. Noch nicht. Das dauert noch eine Weile, bis das einfacher wird. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Warte mal. So, jetzt aber. Ciao.